Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du die vierfach 7-Segment-Anzeige am Raspberry Pi Pico mit CircuitPython programmierst. Zunächst flashe ich meinen Mikrocontroller für CircuitPython. Dazu lade ich mir die UF2-Datei herunter und kopiere mir diese dann auf den Mikrocontroller. Damit wir den Mikrocontroller für CircuitPython flashen können, müssen wir diesen als Laufwerk einbinden. Dazu drücken wir nun die Boot Select-Taste und verbinden den Mikrocontroller erneut mit dem Computer. Es sollte sich dann ein neues Laufwerk öffnen. In dieses Verzeichnis kopieren wir nun die Datei. Ich mache das hier per Drag and Drop vom einen Verzeichnis zum anderen. Sobald das Kopieren der Datei abgeschlossen ist, startet der Mikrocontroller neu und wird als CircuitPy in Windows eingebunden. Schließen wir nun die Vierfach-Segmentanzeige an dem Pico an. Hier ist nun die Schaltung, wie wir sie gleich aufbauen werden. Verbinden wir zunächst den Pin VCC mit dem Pin 40 des Raspberry Pi Pico. Danach den GND, also das schwarze Käbelchen, mit der Pin 38. Dann CLK, in meinem Fall das gelbe, mit Pin 21. Und zum Schluss die IO, das grüne Kabelchen mit 22. Kommen wir nun zur Programmierung des Ganzen in CircuitPython. Ich nutze dazu den MU-Editor, den du kostenfrei für Windows, macOS und Linux herunterladen kannst. In meinem Fall verwende ich Windows. Da ich diesen bereits installiert habe, breche ich hier die Installation ab. Für die Programmierung der Vierfach-7-Segment-Anzeige benötigen wir neben einer IDE auch noch ein Modul für die Programmierung des vorhandenen Chips TM1637. Auf dem GitHub-Repository finden wir eine gleichnamige Datei, welche wir uns auf dem Mikrocontroller unter dem Ordner lib speichern. In meinem Fall hatte ich das ja bereits getan, deshalb überschreibe ich einfach mal die Datei. Auf dem GitHub-Repository findest du nicht nur das Modul, sondern auch eine Beispieldatei, wie dieses Modul zu programmieren ist, beziehungsweise wie dieses zu verwenden ist. Das Beispiel, welches du hier siehst, ist für den VMOS Dance Mini. Aber mit ein wenig Umschreiben ist dieses auch auf dem Raspberry Pi Pico lauffähig. Das Modul, welches sie verwenden, ist eigentlich nur ein Zweig von einem anderen Modul, welches für MicroPython entwickelt wurde. Wenn wir uns die Beschreibung oder die README-Datei zu dieser Bibliothek für MicroPython anschauen, sehen wir auch, dass wir mehrere Funktionen hier haben, welche wir in unserer Bibliothek auch verwenden können. Zum Beispiel zum Anzeigen von Text, Nummern oder einzelne Nummern. Also wir haben hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, unser Modul zu verwenden. Programmieren wir nun einen kleinen Zähler von 0 bis 9999. Dazu verwende ich das Beispiel aus dem GitHub-Repository und ändere das leicht um. In unserem Fall ist ja die Bezeichnung GP16 und nicht D, also irgendwelche digitalen Ports oder wie auch immer. Und wir brauchen auch nicht mehr die Anzeige von irgendwelchen Hexwerten und die Endlosschleife brauchen wir auch nicht. Dafür nutzen wir eine Vorschleife von 0 bis 9999. Und geben in dieser Schleife unseren Wert auf dem Display mit der Funktion .number aus. Zwischen den einzelnen Werten machen wir eine Pause von 150 Millisekunden. Wenn wir dieses nun speichern als code.py-Datei, wird diese auch beim Starten des Mikrocontrollers ausgeführt. Und wenn wir jetzt den automatisch neu starten lassen, dann sehen wir, dass auf dem Display von 0 bis 9999 nun hochgezählt wird. Damit möchte ich dieses kleine Video nun abschließen und freue mich, dass auch du dieses Mal wieder dabei warst. Tschüss!